Willkommen zurück zu... Mein Mikrofon ist einstellen, einen Moment. So, jetzt sollte besser sein, oder? Ja, willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oh ja, den Ort kennen wir, könnten wir schon aus dem Vorgänger. Und wir wissen, der Vor siegt Athena endlich. Wir haben es endlich geschafft. Und mein Pferd gehorcht mir immer noch überhaupt nicht. Wie viel Zuneigung habe ich jetzt mit dem Vieh, frage ich mich. Kann ich das nicht irgendwo hier sehen eigentlich? Ging das nicht mal irgendwie? Hm. Immer nicht. Oh Gott. Dann halt nicht. Dann machen wir es mit der Ho Ho Ho. Ja, es reißt das einfach komplett aus. Ja, Pferd. Ja, schön, wenn du einfach auf dem Weg bleiben würdest. Weißt du? Jo, alles klar. Lauf in die Flucht rein. Eine Chance, um ein Leben haben wir. Hallo. Komm her. Das ist wieder ein Krocksam, okay. Den ignorieren wir aber erstmal. Der hier vor hat hier noch, war eigentlich immer noch ein Wald, meine ich, ne? Den musst du noch durchqueren. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier lang. Wie viel Zuneigung braucht mein Pferd noch, ey? Ich bin jetzt nur am Tätscheln, ey. Komm, Pferd. Junge, 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 ich will nicht hier drauf gehen. Ich werde mit irgendwelchen Dingern beworfen. Ja, Pferd. Du bist echt dämlich. Pferd, nein, da lang. Da lang. Meine Fresse. Dieser Gaul. Nein, Pferd, ich will auf dem Weg bleiben. Was ist denn los hier? Jesus. So, ach, guck mal, hier haben wir ja noch wieder. So, Pferd, du bist nervig. So, Hyrule-Tomaten gibt es hier. Was ist die Besonderheit bei dir? Du hast ziemlich starkes Gewicht, scheinbar. Okay, dann nehmen wir die Hand. Ey, ist auch mal. War auch schon mehr Vorgänger. Was ist ein Bockdinger? So, dann haben wir den erstmal. Nee. So. Nummer 1. Müssen wir den irgendwie von allen vier Seiten stützen, ne? Will ich das mit Rädern machen eigentlich? Würde das gehen? Ich will mal testen. Ob das vielleicht geht. Wir bauen jetzt die ultimative Radstütze. Das ist so nice. Ich finde es halt kacke. Ja, geil, jetzt habe ich es da komplett gelöst. Naja. Das sollte trotzdem irgendwie gehen. Was warst du denn? Da gerade. Was war das? Dann machen wir halt so. Zack. Guck mal, ob das hält. Ich glaube zwar jetzt nicht, weil das eine so total schief steht. Aber mal gucken. Okay, das ist nicht gut. Alles klar, ja. Dann brauchen wir ein bisschen Gewicht. Mach ein bisschen simpel. Ein bisschen in die Richtung. Das hat schon mal jetzt schon gereicht. Aber jetzt wirklich so schief dann stehen. Das wäre lustig, wenn. Ist ja nix. Ja, steht wirklich so schief. Oh.
Uff. Ja, bitteschön. Yeah, 20 Rubine. Eieiei. Und wieder Elektrozeug. Ihr Knospe, der intensive Duft dieser Blume kann so stark Verwirrung hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von... Achso, den haben wir schon gehabt. Naja, wie oft muss man den eigentlich treffen, frage ich mich. Das war mal interessant zu wissen. Aber was haben wir denn für Waffen hier? Nicht so besonders groß viele, ne? Naja. So. Was ist mit dir? Oh, die komplette Waffe ist direkt zerbrochen. Cool. Naja. Somebody like me. Haben wir den hier? Hatten wir noch nicht, hab ich doch gewusst. Wollte ich mich die ganze Zeit ja schon fotografiert haben und jetzt haben wir ihn auch fotografiert. So, können wir uns schon Ausdauer machen. Luftbaum. Schön, aber mehr hier zu sein. Oh, das ist Honig. Ja, hast du mich gesehen? Nein, wie ist, wenn du den nimmst, der angelaufen kommt? So. Naja. Gegen die kommen gut an, aber ich krieg dieses Timing von dem Ausweichen noch nicht hin, ne? Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was dran machen. Oh no. Kämpft ihr gegeneinander? Ah. Okay. Aua. Hallo. Was? Womit hat er mich denn getroffen? Warum ist das Game Over jetzt grün? Oder grün-gelb? Hä? Sonst war es immer rot. What happened here? Naja. Ah, jetzt dürfen wir alles nochmal neu machen. Cool. Na, seid jetzt aktiver? Scheinbar ja. Und ihr trefft es sogar noch. Ah, ich habe da sein Ding kaputt gemacht. Nice. Und ich krieg schon von dem Vieh auf den Sack. Läuft bei mir. Also ich muss auch das Foto neu machen, ne? Löschen. So. Also wenn ich einfach sagt, yo, hey, ist da Ausdauerling, und dann kann ich sagen, okay, ich will es behalten oder löschen. Das finde ich ein bisschen doof. Das hätte cooler sein können. Okay, jetzt will ich... Jetzt will ich besser kämpfen. So, zack, 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 zack. Komm her, du. Immer noch zu wenig. So, nehmen wir so einen Holzprügel mit. So. Need somebody like me. Ich hab die ganze Zeit Ohrwürmer. Ich hatte die Nacht richtig cool verbracht. Ich habe einfach bis 3 Uhr Karaoke gesungen. Ich habe einfach wie 5-6 Stunden Karaoke gesungen. Ich habe die Musik an dem Tag so hart gefühlt. So, du bist doch da, ne? Glaube ich. Na, komm mal her. Ach, hat diese Zitronendinger. Okay. Ja? What the fuck? Was macht er denn für eine Attacke, dass ich instant sterbe? Jetzt ist Game Over wieder rot.
Cool. Also wir sterben oft. Nice. Läuft bei uns. Läuft bei uns richtig gut. Okay. So, jetzt aber nochmal vernünftig hier kommen. Oh, da ist ein. Ah, schön, schön. Ernsthaft. Ernsthaft. So, meine Güte. Ah, schön, schön. Fresh Hörnchen, okay. Das ist also frech, das Hörnchen. So. Zack. Ja, wie oft haben wir diesen Patch? Das ist schon fotografiert, ne? Nice, oder? Macht doch Spaß. So. Need somebody like me. So, komm mal her, da. So. Oh, jetzt haben wir es mal geschafft, wie auch immer. Oh. Okay. Das war deutlich erfolgreich und jetzt speichere ich auch mal. Wenn ich diese blöde Sache hier erledigt habe. So, jetzt müssen wir noch den anderen Kollegen da erledigen. Könnten es uns leichter machen, wenn er so da drunter steht. Ne, sie greifen mich an, ernsthaft. Wow. Oder greifen sie jetzt ihn an? Warum greift ihn an? Hm. Oder auch nicht. Ach du, der Baum, der Apfelbaum ist auch ein Gegner. Okay. Ich will meinen Highwall-Tomaten haben, danke. So. Zack. Was? Ein Angriff und ich bin tot von dem? Was? What the fuck? Ja, gut, dass ich gespeichert habe diesmal. Ist die Hornattacke von denen so hart? Alter. Ich habe gerade Vogelparty auf meinem Balkon. So. Highwall-Tomaten, yeah. Highwall-Tomaten, yeah. Hä? Wie kann das kein Headshot sein? Danke. What the fuck? Ich brauche dringend ein paar neue Sachen. So, jetzt die doofe Frage. Haben wir eine Axt? Können wir daraus eine Axt machen oder daraus? Hm. Ja, das ist eigentlich so die stärkste Waffe, die wir haben, die auch was zu selten, glaube ich. Oder wir nutzen auch ein Pfeil. Wir haben ja hier, wo ist unser Feuer? Wo ist denn unser Feuer, Feuer, Feuer? Wir haben so viel Stuff hier. Eieiei. Erstmal im Kampf, erstmal, ja, ja, warte mal eben, ich muss mal eben hier durchswitchen. So. Guck mal, der macht mit dem Angriff. Hallo? Weil Link ist die ganze Zeit immer am... Oh, wenn man Krokwedel bekommt.
Ach, eine Taube. Habe ich die Biene eigentlich fotografiert? Hm. Anscheinend kann man die Bienen nicht schnuffen und nicht fotografieren. Manchmal das da. So, okay. Gut, Ateno, jetzt endlich, komm. Wir haben 15 Minuten jetzt in diesem scheiß kleinen Wald hier verbracht. Kann doch nicht sein. So, Pferd. Und mit dir will ich jetzt vernünftig hier reisen, klar? Aus dem Weg! So, los! Schneller, Pferd! Auf nach Ateno! Ja, Ateno! Na du? Wer ist da? Bist du ein Eindringling? Ich bin kein Eindringling. Oh, du bist kein Eindringling? Dann begrüße ich dich mit dem Torwächtergruß. Wie ging der nochmal? Das hier ist Ateno, das Dorf der Wälder und gefärbten Stoffe. In Ateno gibt es köstliches Gemüse und sogar die allerneueste Mode. Ich habe schon alles richtig gesagt, oder? Bin ich ein guter Ersatz für meinen Papa, während er auf dem Spielposten ist? Wahrscheinlich. So, Ateno, endlich. Hallo. Es läuft nicht gut. Was läuft denn nicht gut? Hey, was machst du? Meinst du, wie viel Arbeit ist dir aufzuziehen? Wenn du kommst, du willst, kauf sie doch beim Krämerladen gleich rechts von den Ost. Ja, sorry. Moment, nur eine Sekunde. Ein Pilzkopf. Oh, wie du auf mich zugekommen bist, hätte ich schwören können, du wärst Bürgermeister Rittner. So, auch wegen dieser Mode. Filiaflens? Was ist hier? Ich kann das Wort nicht lesen. Was ist das? Ich weiß nicht, was das heißt. Die meisten kommen entweder wegen des Gemüses nach Ateno oder wegen der albernen Klamotten von Sargono. Sag schon, zu welchem. Ich bin wegen Gemüse hier. Ah, hab ich es doch gewusst. Ateno, er ist ein Bauer. Okay, mit dir zu reden ist irgendwie sehr ermüdend. So, zwei Äpfel. Was ist das hier? Upsi. Eine Hake. Die hat man noch nicht. So, wie krass die Hake wohl als Waffe ist. Sechs immerhin. Der hat ein manches Schwert hier, ne? Muss man dazu sagen. Oh, Chicken. Ein Hundchen. Sehr schön. Du bist dasselbe Hühnchen, oder? Ja. Ach, was ist denn los? Ich kenne diese Person nicht. Was machst du hier? Jetzt, oh, jetzt, wo ich ihn besser sehen kann, er ist wirklich attraktiv. Wenn du möchtest, hier bitte. Ein Ei, dankeschön. Ach, ich war so angetan von dir, dass ich dir mein kostbares Ei gegeben habe. Vergiss bitte, was heute geschehen ist. Kann ich nicht. Deine Gefühle sind wie ein Hühnerei, so zerbrechlich. Daher bitte ich dich inständig zu vergessen, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Deine Gefühle sind wie ein Hühnerei. Ein Biss und man bis im siebten Himmel, aber es ist auch ganz schnell weg. Daher bitte ich dich inständig zu vergessen. Ich kann nicht. Hm, das bringt nichts. Ich hatte mich gefragt, ob man Eier von der romantischen Seite betrachten könnte. Aber im Grunde sind Eier doch einfach am besten, wenn man sie gekocht und genießt. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Die Läden und der Unterstand sind rund um die Uhr geöffnet. Also geh und genieß deine Zeit. Okay, das muss ich auch nehmen. Oh, da darf ich einfach nehmen. So, klopf, klopf. Ich bin der Link, ich will euer Loot haben. Natürlich ist hier kein Loot. In einem Skyrim dürfte ich jetzt hier alles looten. Die Leute hätten gar nichts mehr. Aber nein, wir sind ja nicht in einem Skyrim. Man könnte auch mit dem Hütchen, by the way, fliegen. Oh, wir haben jetzt gekikarikiert. Es ist 49, das ist ein bisschen spät. Gucken wir nochmal hier in die Hütte rein, ne? Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Zwei Betten. Vier Betten. Mann, sind das viele Zimmer hier. Aber keiner hat nicht wirklich
Aber niemand hat ja wirklich Privatsphäre, ne? So, was haben wir hier? Es gibt sich jemand große Mühe bei der Aufzucht dieses Gemüses. Du solltest es also nicht so einfach mitnehmen. Immerhin ist Nintendo gegen Clown. Skyrim hat alles, wie gesagt, alles. Schon Intus. Ja, das ist der Krämerladen, okay. Hallo. Aber ich finde es halt komisch. Weil der Krämerladen sieht wirklich aus wie immer. Ich finde es halt eben komisch. Hauptsache 17 kostet und wir haben 16 kostet und wir haben 16 im Inventar. Was für ein Zufall. Ich finde es halt komisch, dass die Leute sich irgendwie nicht mehr an mich erinnern, so richtig, ne? Also, wir können jetzt Sachen kaufen, wenn wir wollen. Wir können ja so, müssen ja Rezepte, gewisse Rezepte erfüllen für Sachen. Ja, Pfeile würde ich höchstens nochmal kaufen. Kürbis. 20 kostet ein Kürbis. Aber es ist ein Rüstkürbis. Kann ich die Sachen eigentlich hier fotografieren? Oh, hier kannst du wenigstens fotografieren noch. Cool. Holzfall hatten wir schon. Milch will nicht. Eier wollen nicht. Die Spurtkarotten. Ja, die Erkennung ist echt ein bisschen verkackt, oder? Jetzt ist schon wieder nicht. Jetzt? Ja, jetzt hat es funktioniert. So, da sind wir wieder zurück. Hat ein bisschen gehangen wieder mal. Ob hier ist der Garten anständig. So, ich hatte hier die Fotos gemacht von den Sachen und ja. Hab ja mal irgendwie gequatscht jetzt. Das ist doch der erste Satz. Hier ist der Krämerladen Mistral. Wir führen sämtliche der lokalen Spezialitäten Athenos. Dank Sagano von der Boutique gegenüber wird dieses Dorf neuerdings auch die Modehauptstadt genannt. Aber eigentlich ist Tateno seit Urzeiten ein stolzes Bauerndorf. Und in unserem Angebot findest du all die hochqualitativen Produkte, die unsere Felder und Höfe so hervorbringen. Oh. Insbesondere die Milch vom Hateno-Bauernhof auf dem Hügel ist unschlagbar gut. Okay. Du sollst unbedingt einmal dorthin gehen und sie probieren. So, damit beende ich meinen Verkaufs... Tut mir leid, dass du warten musstest. Aber ich will verkaufen, aber die kann ich auch verkaufen. Was kriege ich denn bei dir für die Sachen hier? Hier sind nur ein paar, kriege ich auch 30 bei dir. Ist also nichts anders bei den meinen Tüten. Und, ja. Genau dieselben Preise. Was ist das denn nochmal? Ach, von den schwarzen Dingern da. Kriegst du 15, weißt du, so einen Aufwand, die zu besiegen. Was ist das für ein Hut? Der hier, der ist eine von Sargus Hüten. Ach, okay, wir wollen uns ein Bild zu holen. Obwohl, will ich Milch haben? Können wir mal kochen, ne? Ja, haben wir ja jetzt. Ist das Salz, Pilze, Weizen, ne? Na gut, die kriegen wir die ganze Zeit von dem einen Typen geschenkt. Da sind auch drei Betten drin. Was? Die Butter haben wir auch nicht, ne? Ne. Sollten wir vielleicht mal kaufen gehen. Was für ein weiter Weg. Was? Das ist wohl die Boutique. Eieiei. Aber so die ganzen Pilze. Was du nicht sagst. Okay. Hier war der Färberladen. Alles gut. Schläfst du? Eines Tages ein zweiter Laden. Willkommen in Färberei, Tornado. Wurde wirklich Tornado oder was? Okay. Du bist ein neuer Kunde, stimmt's? Ja, okay, wir wollen mal gucken. Einmal den Stoff für unseren Gleiter. Ja, du siehst immer sehr komisch aus. Anscheinend haben sie Kinder. Ja, Nintendo. Und wer hat sich das denn ausgesehen? Ach, das ist Design. Leiter dahin, wo man nicht hin kann. Da musste man immer sich dann hier oben hinstellen. Und dann konnte man sich färben lassen. Man ist dann immer in diesen Pott gefallen. Und Karl ist dann sozusagen dann da rausgestiegen. War ganz lustig. Hey, hereinspaziert. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Ateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerial dabei hast, sind dir alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubel färbe ich dir, dir deine Kleider in deinen Lieblingston. Komm, lass uns loslegen. Oha, du hast ja wirklich ein schönes Parasegel. Wir färben jetzt nicht nur Kleider, sondern bieten neuerdings auch eine Stofferneuerung an. Wenn du mir neue Stoffe bringst, kann ich den Paragon damit erneuern. Es ist immer schön, neue Kundschaft zu begrüßen zu dürfen. Deshalb erhältst du ein kleines Geschenk, diesen Stoff. Sagono-Stoff auch. Und das sieht auch nicht schlecht aus, oder?
Robuster Stoff, den Sangustil erscheint gut zum Anfertigen eines Powersegels geeignet zu sein. Warst du bereits bei Zyphern am Eingang des Ortes? Das außergewöhnliche Muster dieser Stoff stammt von Sangono. Der berühmten Modeschöpferin. Stoff mit einzigartigen Mustern lassen sich überall, übrigens in jeder Region finden. Denk an mich, wenn du mal einen neuen Stoff findest. Du sollst dann dein Parasegelswort erneuern lassen und modisch durch die Lüfte sausen. Das Herren einer Kleiner ist dir der Farbe deiner Wahl, sowie der Erneuern deines Parasegels mit dem Stoff. Beides kostet nur 20 Rubine. Erneuern wir mal unser Parasegel. Ich nehme dir gerne deinen Stoff dafür ab. Okay, das ist das, was wir jetzt gerade haben. Das war das, was wir bekommen hatten. Das war der, glaube ich, aus dem ersten Teil an der Stoff. Und das ist jetzt ihr Stoff. Oh, sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Was nehmen wir denn da nur? Was nehmen wir denn da nur? Ich kann mich nicht entscheiden. Sollen wir Nostalgie verschwenden? Nostalgie schweben? Wir kommen auch was Neues. Ja, mach mal. Dann. Sehr schön. Kriegen wir dafür ein neues Bild? Ein neues Bild, sage ich. Eine schöne Zwischensequenz. Ja, ich muss es ja vorlesen, ne? Also wird vorbei. Gleich kann das Wunder beginnen. Und fertig. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch im Laden. Bis bald. Hui. Yay. Yeah. Und wie wundert es, dass das passiert, ey? Hui. Oh, schau ich mir die Muster, die ich mitnehmen darf. Na? So, ich würde gerne da. Hoch. Da ist irgendwas im Weg. Ich kletter in einem Pilz dran. Okay. Oh ja. Dann färben wir noch unsere Klamotten um. Oh, er hat eine Aufgabe für uns. Hast du meine Zeit für meine Leitsätze? Ich möchte unbedingt mehr eine Farbtechnik perfektionieren. Genau wie Sangono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigen Design kreieren, aber so etwas selbst zu finden ist gar nicht so leicht. Hey. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ach ja. Ich möchte Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen. Aber ich bin etwas ängstlich, deshalb traue ich mich an Monster nicht daran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine einen kleinen Feuerstein und auch einen kleinen Eisstein, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Okay. Hey, hinterher mit dir. Ja. Ah, ich hätte gerne Kleider gefärbt. Möchte färben. Warte kurz da oben. Okay. Hängt dran, wir färben alles, was an hast. Also auf einmal. Nur, dass du dich hinterher nicht beschwerst. Dann wähle die Farbe, die Farbe wählen. Hm. Ja, machen wir uns link grün. Bin unentschlossen. Und das hat eigentlich schwarz sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? Soll schwarz sein? Lila finde ich eigentlich auch ganz cool in letzter Zeit. Das Gelb ist sehr knallig, ne? Sind wir schwarz? Was war denn meine Ursprungsfarbe? Das war meine Ursprungsfarbe, so ein bisschen gemischt. Hm, ja. Wären wir einheitlich, oder? Komm, machen wir schwarz. 5 Feuersteine brauchst du dafür. Eieiei, ist ja ganz schön teuer. Wir haben nur 5 Feuersteine, ist auch ein bisschen wenig. Na gut, dann warten wir erstmal noch mit dem Färben. Aufhören. Dann warten wir damit. Danke trotzdem für deine Hilfe. So, was war denn deine Aufgabe jetzt? Falsche Taste. So, neuerdings, er würde gerne einen Stoffmuster anfertigen, stammeln.
Mit dem Vorlage. Das ist ein blauen Stein fotografieren. Sehe ich das richtig? Sondern für neuen blauen Schleim fotografieren. So. Zum Beispiel, wenn es Nacht ist, ne? So, dann quatschen wir hier. Ich habe es schon so oft gesagt: 3 Kunden auf einmal kann ich nicht mehr reinlassen. Was? Das haben wir alle die Mühe auf uns genommen, um herauszukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch die neue Kreation der berühmten Schöpfer Sagono sehen. Ich hatte mich so drauf gefreut. Schließlich heißt es ja, es sei hier bisher bisher. Tut mir wirklich leid, aber es gibt noch ein einziges Ticket. Noch ein Ticket. Das heißt, einer von uns, zum Beispiel ich, hätte schon mal rein in die Lage peilen. Uiuiui. Hey, das will ich überhört haben. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden gemeinsam segeln und untergehen. Ja, dann lass mich rein. Ich weiß, es war nur ein Scherz. Nun gut, dann kommen wir einander mal wieder. Einverstanden, in diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit der einen Besuch dort können wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gerne zum Bauernhof gehen. Aber wann? Jetzt wurde es gesagt, ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem alte Dinge erforscht werden. Ja, da gehen wir auch noch hin. Auf jeden Fall. Wir haben uns schon so herausgeputzt, dann sollten wir uns auch mal alles ansehen. Yep. Let's go. Zum Glück haben sie aufgegeben, ha? Huh? Oh, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind sie auch hier, um die neue Kollektion meiner großen Schwester von Sango zu sehen? Da sie allein sind, könnten sie einfach hereingehen. Sango persönlich ist auch gerade da. Derzeit ist nur eine Aufstellung, dann ist nur eine Ausstellung. Man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, sie verstehen das. Okay, dann gehen wir rein. Okay, Pilze, Stoffe. Hier wird wohl gearbeitet. Okay, ich dachte, die an, die wir getroffen haben, ist da Gono, aber anscheinend nicht. Kein Zutritt von Befugte. Da sind aber. Oh, ist meine Klamotte. Zum Teil. Oh ne, mein Outfit ist da komplett. Ist aber noch ein anderes Outfit. Okay, dann. Untersuchen. So, gut. Ach, ich kann mich einfach nicht dran satt sehen. Der Meister merkt, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich, Sagono, mittlerweile weltberühmt bin. Ja? Ganz schön abgehoben. Oh, entschuldige, bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl deine trüben Blick nachzuurteilen, hast du mit Mode wortwörtlich nichts am Mut. Die Boutique Zephry ist die einzige weltweit, die in der die Marke Sagono verkauft wird. Und ich bin die bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. So, jetzt habe ich es, meine Güte. Was haben wir hier vor dir, was du vor dir siehst? Ist nicht weniger als der Sagono Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Die elegante Form und diese exzentrische Farbe. Er ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist einzigartig. Es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Steht nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu verschenken, der sich als würdig erweist. Der würdigsten Person in Hyrule's modischer Stadt. Was passiert jetzt? Was soll das mit Hyrule's modischer Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Ach, das ist Rittner, das ist der Bürgermeister. Oh, sieh mal einen an. Wie kann ich dienen, werter Bürgermeister? Es tut mir leid, ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängelt. Sagono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verwandeln. Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch ein Zoff für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfs. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh je, Liebes, nun reg dich doch nicht gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sagonos Stil. Lass uns in Ruhe darüber sprechen, ja?
Ich habe lang genug stillgehalten und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze, überall. Als Bürgermeister ist meine Pflicht, das Dorf zu schützen. Das Dorf zu beschützen von wem? Vor Besuchern aller Welt, vor zahlungskräftigen Touristen, vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Athenor steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Dabei sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avante Garageschöpfung und die provinzielle Werte des Bürgermeisters. Sie sollen selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In eine Bürgermeisterwahl. Eine Bürgermeisterwahl? Na meinetwegen. Die gewinne ich sowieso. So, Frona, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Klavier. Sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. It escalated quickly. Very quickly. So, dann soll mit dir quatschen, okay. Oh, du schon wieder. Es ist noch viel zu erleben für die Vorbereitung der Bürgermeisterwahl. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass... Aber du bist natürlich für... Ich weiß nicht. Ach so, wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann herzlich willkommen im Team Sagen. Dann wäre das ja geklärt, sehr schön. Wie der weiß, habe ich die besten Aussichten auf den Bürgermeisterposten. Nun sollte das allen klar sein, aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Redner unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Rednerwähler. Pilze, die sind quasi das Sangono-Markenzeichen. Sangono ist eine Ode an die Pilzmode. Soll auch ein Pilz sein, oder was? Soll es dann so ein Hirnfresserpilz sein? Wie aus Last of Us und so? Meine Pilzgeschenke bringen frische, verstaubte Gehirnkästen und Sehnen. Kultivierend. Meine Fresse kann heute echt nicht lesen. Sangosin. Ich sollte vielleicht schon mal schlafen gehen. Ich habe gefühlt eine Stunde in 3 Tagen geschlafen. Ups. Aber so vorne und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe übernehmen? Dann machen wir das halt. Genau das will ich hören. Du bist ein wahrer Lebensretter. Hier, du wirst brauchen. 8 Tagebuch-Pilze, okay. Diese Pilze sind für die Rednerwähler hier im Dorf. Leicht zu erkennen an ihrer unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extrem modebewusst von Kopf bis Fuß in Sango gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Redners Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinder, Reisen und solche, die nur für eine kurze Zeit hier wohnen, wie die Schinka-Forscher, kannst du ignorieren. Falls du mich nicht erzählt habe, macht das insgesamt 8 Rednerwähler. Deine Mission ist simpel, gib jedem dieser 8 einen Highwood-Pilz. Dann los, hopp, hopp. Eieiei. Machen wir jetzt echt hier Politikmanipulation? Was auch noch was? Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt so viel Arbeit mit sich. Da habe ich mir wieder was aufhalsen lassen. Entschuldigen Sie. Es tut mir wirklich leid, dass Sie in die ganze Sache mit reingezogen wurden. Falls es Ihnen nichts ausmacht und wo wir beide daran verwickelt sind, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Na klar. Ich wusste, sie würden mich nicht im Stich lassen. Also ich brauche ihre Hilfe, weil meine Schwester, es geht um Sangono. Mir soll gefallen, dass sie nachts wegschleicht, ganz allein, und ich habe keine Ahnung wohin. Es ist sicher was ganz harmlos, aber wenn es rauskäme, könnten die Leute das schlimmste Ding herbei fantasieren. Dann wäre die Bürgermeisterschaftswahl wahrscheinlich für sie gelaufen. Deshalb möchte ich sie bitten, meine Schwester zu folgen und herausfinden, wo sie hingeht und was sie dort treibt. Ich habe schon versucht, ihr zu folgen, aber sie hat mich immer gleich entdeckt. Und sie war echt sauer auf mich. Wenn es ihnen gelingt, ihr zu fangen, behalten sie halt natürlich eine Belohnung. Sie sind die Einzige, der mir helfen kann, denn die Dorfbewohner dürfen ja nichts davon erfahren. Okay, das auch noch. So, okay. Und der hat einen modischen Pilzhut auf. So. Der scheint ein... Wer bist du? Das macht vielleicht komische Sachen. Oh, entschuldige, bist du etwa ein Tourist? Das hier ist Athenor. Blablabla.
Derzeit herrscht im Dorf ständig geweihiges Treiben. Ja, okay, wir skippen das Ganze mal. Hütte, Mutter, ja. Eingefahren sind jetzt die Zeit im Dorf. Wie ein Highwood-Pilz. Ah, der ist angesagt, so vielen Dank, sag ich. Aber ihr alter Schlag sind oft nicht so ganz nass, was Mutter betrifft. Bitteschön. So, das schon mal. Kinder sagte sie ja, wollen sie nicht, ne? So. Hier hinten war noch einer. Die mit dem Eier. Sah jetzt nicht aus wie ein Kind, ne? So. Das ist hier meist ein Bügel, bla bla, Hühnerling. Okay, brauchst du was hier an Heimatpilz? Dann bringst du mir von sagen, oh, vielen Dank. Willst du auf meinem Film was? Okay. So. Zwei Personen hast du einen Pilz gegeben. Du musst noch sechs weitere Dorfbewohner aufsuchen. Okay. Dann tun wir das mal. Was ist mit dem Färbemann? Das weiß ich nicht. So, der Krämer hat ja auch einen Pilzhut auf. Die hat auch einen Pilzhut auf. Hier stehen ja auch noch welche. Die hatten keine Pilze an, meine ich, oder? Ist das da ein Pilz? Ja, das ist ein Pilz, würde ich sagen. Da ist auch ein Pilzdesign. Was sind die? Ist aber böse aus. Kriminell. Ab Regen oder Sonnenschein. Mein Wachboss lässt mich nie allein. Wobei Sonnenschein schon angenehmer wäre. Was ist los? Kannst du mir ruhig sagen, mein ranghafter, unauffälliger, gekleideter Freund? Du siehst aus, als wärst du auf Reisen. Hier im Dorf ist das friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahren. Deshalb postiere ich mich hier und halte Fräulein Effi im Auge, damit keiner Fremder sie anquatscht. Das ist Effi. Also, ich will damit sagen, ich halte Wache über das Dorf und pass auf, dass keine Fremden den Frieden stören. Fräulein, da ist Fräulein. Fräulein Effi ist, wenn man so will, die Empfangsdame vom Krämerladen Mistral. Achso. Die Ompel zu Dorf hat. Mir ist ja total. Es ist ja total eher recht, wenn du Fräulein Effi triffst und so, aber nur. Er betreibt es nicht mit der. Ich bin von hier, brauche Hilfe und Schutztour, ja. Ja, ja, okay, ist einfach eifersüchtig, okay. Zack. Ist da hier jemand drin? Hallo? Okay, das scheint sehr pilzig zu sein hier drin. So. Der Ompels auf. Ach, er hat auch einen Pilz auf, habe ich gar nicht gemerkt gehabt. Wisst ihr mal, wie ich war von seinen Farben so fasziniert, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Aber irgendwie sind hier keine Leute in den Häusern drin, ne? Komisch, komisch. So, hier haben wir noch jemanden. Du bist ein Kind, du willst nicht. Aber du hier? Ja, ein Highwood-Pilz. Was ist das, ein Geschenk von Sango? So. Was auch? Highwood-Tomaten von Meadow im Krämerladen erhältlich, ja. Sehr schön. Ja, du bist ein Kind. Dich wollen wir nicht. Du hast Mut auf. Das ist noch ein Eich, ein Frechhörnchen. Dieses Jahr. So. Hier können wir uns noch einen Topfdeckel mitnehmen. Und eine Holzkelle. Geil. Aha. Weißt du, hier ist ein Händler unterwegs. Ja, hier kommen, glaube ich, Spenden, ne? Schauen wir mal. Hallo. Du hast einen Pilz drauf. Da liegt ein Topfdeckel noch. Okay, cool. So. Die Gebäude sind echt immer leer, ne? Gefühlt. Oh. Irgendwie schon traurig. Ja, aber ich will noch nicht übernachten. Danke, aber nein, danke. So, und jetzt bin ich schon auf dem Weg zum Institut, ne? Es wird aber bald auch schon dunkel, dann müssen wir mal Sango Vater folgen. So, hier ist auch keiner drin. Hm. Ja, zum Institut selber will ich eigentlich noch gar nicht. Das will ich schon für die nächste Folge aufheben, was bei die Modeboutique und so. Oh, hier ist jemand. Hallo! Was
Das war gar kein Name. Der erste Mensch, der nicht ein Ladenbesitzer ist, den ich hier in einem Haus entdecke, aber das nicht den besuchen. Institut, wo warst du eigentlich nochmal? Da ist auch noch ein Schrein. Ach, ich geh mal zum Schrein, ne? Aktivier den mal. Heilwohl und okay, nimmst du mal der Hund. Jut, jut, dann gehen wir mal zum Schier. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal. San Mika Schrein, okay, cool. Fällt mir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir Ateno Bürgerschaft 2, da müssen wir noch hin. Guck mal, ah, da ist auch noch ein Haus, siehst du mal. Deswegen bin ich hochgegangen, dann sehe ich mal das ganze Dorf. Okay, 2 sollen wir auf jeden Fall noch zum Abklappern. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.